Die beiden Deutschtürken Anna und Oktay haben das letzte halbe Jahr in Köln bei Freunden gewohnt. Doch das Paar hat vorher jahrelang in Berlin-Neukölln gelebt und sich dort auch kennengelernt. Und ab heute sind sie wieder zurück, mit einem Koffer und großen Träumen. Die beiden wollen in Neukölln einen Neuanfang wagen und sich eine Existenz aufbauen. Das Paar hat sich viel vorgenommen, denn Anna ist im 7. Monat schwanger. Außerdem brauchen die beiden einen Job und dringend eine Bleibe. Im Moment leben die beiden noch von Hartz IV. Bis sie eine eigene Wohnung in Berlin-Neukölln gefunden haben, kommen sie vorübergehend bei Oktays Großeltern unter. Wir haben jetzt nur noch diese Option, jetzt erstmal zu seiner Oma und zu seinem Opa zu gehen. Und dann eine Wohnung suchen. Genau, und dann mal gucken, wie lange wir jetzt da bleiben können, weil die Wohnung ist jetzt auch nicht so groß. Das ist auch immer schwierig, auf engstem Raum so zusammenzuleben. Dede! Was ist denn Dede, Jim? Oktays Großeltern kommen aus der Türkei und leben seit 50 Jahren hier in Berlin-Neukölln. Schuhe ausziehen. So, geldik. Selamun aleyküm, anneciğim. Hoş geldin. Ay, canım gelmiş benim. Ay, canım. Nasılsın dedeciğim? Benim yavrum. Bak güvey oldu. Ne kadarcık. Evet, çok büyümüş. Ay yavrum. Anneanneciğim. Sağ ol oğlum. Die Zwei-Zimmer-Wohnung ist 48 Quadratmeter groß. Eng für 4 Personen. Lange können Oktay und Anna deshalb nicht hier wohnen. Oktay und Anna wollen noch diesen Monat heiraten, denn ihr kleiner Sohn soll nicht unehelich zur Welt kommen. Can. Evet. Oktay will für seinen Sohn Can ein guter Vater sein. Der 33-Jährige hofft, dass er bald einen Job bekommt und vor allem eine Wohnung findet. Aber einen Plan hat er noch nicht. Also ich habe echt Schiss, weil ich habe eine Frau, die schwanger ist und ich will doch nicht, dass wir irgendwie scheiße leben. Irgendwie. Ich will, dass es uns gut geht. Das Paar steht in den nächsten Wochen vor großen Herausforderungen. Na, ich find's einfach hässlich. Das ist meine Meinung. Man hätte ein anderes Kleid ins Schaufenster stellen sollen. Dann würde das auch alles besser laufen hier. Weil das Kleid steht, liegt oder wird schon ganz lange da drin ausgestellt. An das Kleid kann ich mich komischerweise sogar erinnern. Weil ich hier öfters lang gelaufen bin und ich habe, glaube ich, jedes Mal gedacht, Mann, ist das Kleid hässlich. Es sieht aus wie von diesen Barbie-Puppen, die keine richtigen Barbies sind. Die haben immer solche Kleider an. Und mir auch zu viele Blumen und zu viel alles irgendwie. Können wir weiter gucken. Ja. Ist ja nicht der einzige Laden, der Braut. Seit 4 Jahren sind Anna und Oktay ein Paar. Hier in Berlin-Neukölln haben sie sich kennengelernt. Und auf dieser Brücke haben sie sich zum ersten Mal geküsst. Über Facebook kommen die beiden damals in Kontakt. Beim ersten Treffen war es dann aber nicht gerade Liebe auf den ersten Blick. Und er hat mir 2 Bilder geschickt von sich, wo er so mit Anzug war und so. Und dann dachte ich, er sieht schon gut aus, aber wo er mich dann abgeholt hat, mich aus der U-Bahn rausgestiegen und da saß ein Typ mit langen, lockigen Haaren, mit so einem, weiß ich nicht wie vielen Ketten. Und dann hatte ich mich ein bisschen erschrocken, weil ich dachte, hey, der sieht gar nicht aus wie auf den Bildern. Oktay arbeitet damals als Schauspieler in Berlin. In Tatortproduktionen und mehr als 50 Kinofilmen verkörpert er meistens den gewaltbereiten Kleinkriminellen. Mit großem Erfolg. Doch während seiner Schauspielkarriere kommt Oktay auch in Kontakt mit Drogen. Er wird süchtig, stürzt ab, lebt von Hartz IV und lernt Anna kennen. Aber er meinte später auch zu mir, sie sah es nicht aus wie auf dem Bild, er sah es viel dünner aus und ein bisschen kränklich. Denn auch Anna ist damals drogenabhängig. Die damals 18-Jährige ist gerade aus ihrem konservativen Elternhaus geflohen und in einem Frauenhaus untergetaucht. Ihr Fachabitur bricht sie ab. Als sie dann Oktay kennenlernt, verbindet die beiden nicht nur Zuneigung, sondern auch die Drogensucht. Also er hat Koks geraucht und ich habe das auch gemacht. Und so haben wir dann ab dem Tag, ab dem zweiten Tag, wo ich dann eingezogen bin, ab dem Tag genau jeden Tag gekokst. Leider. Das war so das Ding. Es hat vielleicht am Anfang Spaß gemacht, aber
Also eigentlich hat es keinen Spaß gemacht. Das ist einfach scheiße. Aber in dieser ganzen Zeit haben wir uns auch ineinander verliebt. Oktay bekommt wegen seiner exzessiven Drogensucht seit 2017 keine Rollen mehr. Jetzt wünscht er sich einen Neustart. Seit einem halben Jahr sind die beiden clean. Jetzt bekommen wir einen Sohn. Ja, und der ist geplant, das ist kein Unfall. Wir haben echt vorher aufgepasst und dann haben wir geredet. Da habe ich zu meinem Geburtstag ein Kind von Anna gewünscht. Und zum jetzt Glück. Heiraten wir. Jetzt heiraten wir und jetzt geht der Start in ein normales, schönes, gesundes Leben. Drogenfrei, also kein Scheiß mehr zu sich nehmen, kein Geld für irgendwelche Drogenkacke ausgeben, Wohnung hier suchen in Berlin. Nach einer zweistündigen Shoppingtour hat die 24-Jährige ein geeignetes Hochzeitsoutfit für sich und ihren Verlobten Oktay gefunden. Das ist Slimfit. Es ist keine Frauenhose. Sieht voll lässig aus mit dem grünen Shorts. Nein! Ja, dann hol dir eine für 60 Euro eine Hose. Was wie viel hat die gekostet? 30 Euro hat die gekostet. Oh, eine Weste! Geil! Weste, ja. Geil, ich liebe Westen. Es ist ein cooles Outfit. Kann ich das sofort anziehen? Nein. Steht? Ja. Steht dir ja? Sehr gut. Es wird super aussehen, du wirst es sehen. So. Wie viele haben wir jetzt noch? 300? Ja, so knapp. Nein, nicht mehr. Nicht nein? Mehr. Nein. Wir müssen noch das Standesamt bezahlen, ja. Wir müssen noch Alkohol ja. bezahlen. Ja, Alkohol bezahlen. Ich muss noch die Musiker bezahlen. Wegen morgen meinst du, ja. Wie machen wir das? Ich weiß es nicht. Allein das Standesamt kostet 160 Euro. Das muss gemacht werden. Wenn wir das nicht zahlen, dann gibt es keine Hochzeit und das wäre blöd. Also müssen wir jetzt gucken. Aber ich glaube, wir kriegen das schon irgendwie hin. Also das wird schon. Wir haben das immer irgendwie. Ja, meine Mama kommt. Ja, meine Mama ist die Bank. Zwei Stunden später holen die beiden Oktays Mutter vom Berliner Flughafen Schönefeld ab. Sie ist extra zur Hochzeit aus der Türkei angereist. Obwohl Anna auch noch im siebten Monat schwanger ist, werden ihre Eltern morgen nicht kommen. Ihr konservativer Vater ist gegen die Hochzeit. Oktays Mutter Sevil Sevilay hat für die beiden eine besondere Überraschung mitgebracht. Oktay, 28.02. Ja, 23. Also 23. Evet. Oktay. Ein richtiger Ehering. Ja. So lange, elf Monate habe ich nicht gesehen. Ich liebe meine Schwiegertochter wie meine Tochter. Meine Sohn liebt mich schon. Oktays Mutter lebt mittlerweile in der Türkei. Noch vor einem Jahr wohnte sie noch in Berlin-Neukölln und musste miterleben, wie die Drogen aus ihrem Sohn einen anderen Mensch machten. Neukölln gibt viel Scheiße. Oktay war so sauber Junge und viel Fehler gemacht. Neukölln. Meine Wohnung, Oktay, wie ein Teufel oder wie ein ganz anderes Mensch. Oktay normalerweise sehr, sehr guter Mensch. Aber wenn diese Scheiße nimmt, dann vergesst man, Oktay ist. Nachdem Oktays Drogenkonsum immer weiter zunimmt, eskaliert die Situation zwischen ihm und seiner Mutter. Ich habe meine Wohnung rausgegangen mit nur für Oktay. 7 Monate, nee, ein Jahr. Nicht meine Miete bezahlt. Ich habe nicht meine Wohnung gewohnt. Die lassen meine Wohnung nicht rein. Die hat immer mich rausgeschmissen. Ich habe immer draußen manchmal geschlafen, manchmal meine Freundin gegangen. Ich habe so Angst gehabt, so scheiße Zeit gehabt. Dafür vergesse ich nicht diese Zeit. Und ich wünsche nicht mehr diese Scheiße. Jetzt nimmst du nicht mehr, gar nichts. 10 Monate, 11 Monate, nichts. Das ist gut, dann. Morgen ist der große Tag für das Paar. Die beiden haben mehr als 30 Gäste eingeladen. Jetzt hoffen sie, dass bei ihrer improvisierten Hochzeit nichts schiefläuft. Oktays komplette Familie und viele Freunde sind gekommen. Und dann ist es endlich soweit.
Alles gut? Ja. Zur Eheschließung sind wir in dieser Runde hier zusammengekommen, um Ihrer trauten Zweisamkeit, wie man so schön sagt, jetzt eine äußere Form zu geben. Herr Oktay Inanç Özdemir, wollen Sie die Ehe mit Frau Anna Ayşe Akar eingehen? Ja, ich will. Frau Anna Ayşe Akar, wollen Sie die Ehe mit Herrn Oktay Inanç Özdemir eingehen? Ja, ich will. Der heutige Tag ist für die beiden nicht nur der Beginn ihrer Ehe, sondern auch ihres Neuanfangs in Berlin-Neukölln. Was ist jetzt machen? Ich bin so aufgeregt. Nach deutscher Tradition entscheidet sich jetzt, wer in der Ehe künftig das Sagen haben wird. Wer schneller schneidet, gibt den Ton an. Du hast das Sagen, ja? Hast du das Sagen? Ich hab das Sagen. Du kannst dich nicht so lange tragen. Ich kann dich tragen. Ich bin Kohlenhändler. 30 Jahre habe ich Kohlen getragen.